Also, wie schon gesagt, jeden Dienstag 18:30 Uhr gibt es hier auf dem Drum2Drum Dirk Bennert YouTube-Kanal einen Livestream zum Thema Percussion, zum Thema Schlagzeug, gut aufgelistet in unsere Playlists. Da findet der Anfänger, der Medium Player und der Fortgeschrittene, jeder findet da was. Und das Ganze läuft hier als Unterstützung zu meinem Unterricht, den ich hauptsächlich an der Städtischen Musikschule in Traunstein gebe, aber auch an der Realschule in Traunstein, auch ein bisschen privat, ja, und so, wie man das halt so heutzutage so macht als Musiklehrer. Was ich jetzt euch noch sagen möchte, ist, ja, genau, dieses Video heute ist eigentlich ganz speziell für meinen Schüler Lukas. Ja? Lukas, der ist so, ich schätze mal so 8 Jahre, 9 Jahre, zweite Klasse. Und der lernt jetzt so im zweiten, dritten Jahr, lernt der bei mir Cajon, Conga, Trommeln, sagen wir immer, Trommeln. Und mit dem Lukas habe ich jetzt neulich mal angefangen. Da wollte ich mit ihm jetzt mal diese zwei Patterns hier hinkriegen. Zwei afrikanische Patterns. Ich spiele euch gleich mal vor, worum es heute geht. Und das zweite Pattern ist dieses. Ja, und dann habe ich zum Lukas gesagt, sag mal, Lukas, habe ich dir eigentlich schon den Slap erklärt? Und dann sagte Lukas, nein, du hast mir den Slap noch nicht erklärt. Also am Anfang lernen die Kids bei mir den Bass und den Ton. Und das war es im Ganzen, im Großen und Ganzen. So, dann wurde es jetzt allmählich natürlich höchste Zeit, dass ich zum Lukas gesagt habe, wir müssen den Slap lernen. Und das wird heute auch am Anfang passieren. Passt auf, wir lernen den Slap. Und den Ton kannst du wahrscheinlich schon. Und wir machen halt den Unterschied zwischen den Zweien, zwischen dem Slap und dem Ton. Und dann machen wir noch ein paar Übungen dazu. Gut, wenn bei dem Livestream jetzt keiner zuschaut, gar nicht schlimm, dann wird es einfach ein Video, das nachher auch zur Verfügung stehen wird. Viel Spaß bei der Unterscheidung von Slap und Ton. Und als zweites machen wir dann die zwei Grooves, bei denen man das anwendet. Gut, der Ton auf der Djembe funktioniert, indem du mit deiner Fingerfläche auf das Fell spielst und der Rand der Trommel, der läuft, ich sag mal so hier, ja, hier in dieser Fingerfurche. So, manche Leute behaupten, man muss unbedingt die Finger so haben. Ich sehe das eher ein bisschen locker, mal so, mal ein bisschen offen. In dem Moment, wo man beim Ton draufhaut, in dem Moment streckt sich die Hand so kurz mal so durch, dass sie gerade ist. Aber du brauchst jetzt nicht die ganze Zeit so eine gerade Hand haben, so karatemäßig, sondern du lässt deine Hand so in dieser natürlichen Krümmung. Das brauchst du übrigens später dann für den Slap. Ja, einfach so ganz normal lassen, wenn du die Hand entspannt hast, ist sie so. Ja, so eine Ente. Okay, jipp. Und also beim Ton ist es so, du schlägst auf den Rand der Trommel. Hier kommt der Trommelrand hin und die ganze Fingerfläche geht auf das Fell. Ja? Also ist klar, das ist der Ton. Das solltest du natürlich üben. Und zwar rechte Hand mal das. Das ist eigentlich für alle Klänge ist das so ziemlich das Gleiche. Machst mal rechte Hand alleine und dann machst du nur linke Hand alleine. Kannst auch anders anfangen, ist völlig egal. Ja, ich würde euch so eine Stellung hier empfehlen, so eine Ausgangsstellung. Also der Unterarm und die Hand und das Fell, das soll schon eine Linie geben. Also jetzt nicht so solche Sachen machen oder sowas machen, sondern dass du hier schön eine Linie hast. Ellbogen so ein bisschen raus. Ihr seht es ja hier bei mir, wie ich hier an der Djembe stehe. Und dann spiele ich ein bisschen abwechselnd auch noch. Und schon bin ich mitten im Üben drin. So, ich wechsle mal hier auf meine Conga. Ganz genau das Gleiche. Leute, das hier ist der Ton. Okay.
Also nur rechte Hand alleine, nur linke Hand alleine, dann abwechselnd spielen. Das nennen wir Hand-to-Hand-Spielen beim Drummen und beim Trommeln. Prima. Also, das ist der Ton. Und grundsätzlich gibt es immer Folgendes zu sagen: Es gibt bei jedem Ton gibt's bei jedem Klang, den man erzeugt und beim Ton auch, gibt es immer die Möglichkeit, dass man den geschlossen spielt, closed, oder dass man ihn offen spielt, open. Was ich jetzt gerade immer gespielt habe, das war der Open Tone, der offene Ton. Ja? Also so, immer mit so einem kleinen Abfedern der Finger vom Fell, damit sich der Ton und die Schwingung im Fell komplett entfalten können. Wenn man jetzt einen Closed-Ton spielt, also einen geschlossenen Ton, dann bappt man die Finger einfach hin. Das machen die kleinen Kinder gerne. Wurscht, kannst du am Anfang auch so machen. Haust halt einfach drauf und Für die kleinen Kinder sage ich eigentlich immer so: Hey, spiel einfach am Rand der Trommel. Manche spielen dann so im Closed-Tone-Verfahren. Und manche, die spielen dann aber auch so offen, also so halt, ne? Leute, da ist jetzt nicht irgendwie eins besser oder schlechter. Es gibt beides. Wenn du es hinkriegst, dann mach mal vielleicht am Anfang lieber den offenen. Den braucht man in gewisser Weise ein bisschen öfters. Ja. Gut. Hey, ich wechsle mal rüber auf die Cajon, die steht da. Die steht da. Und jetzt wird es ein bisschen gespenstisch, weil, wenn ich jetzt darüber gehe, ich habe die Kamera da so eingeschaltet, eine zweite Kamera, ja, dann siehst du die eine Hälfte von mir auf der einen Seite und die andere Hälfte auf der anderen Seite. Egal. Jetzt bei der Cajon. Leute, bei der Cajon ist es so, dass du den Ton so spielst. Und zwar, dieser Rand, der obere Rand der Cajon, der ist wieder hier in unserer Fingerfurche drin. Von der Seite gesehen, mal seitlich. Ich klopfe mal hier so seitlich drauf, dass ihr das so seht. Ist es so. Der Daumen, der geht da oben am Rand vorbei. Ja? Alright. Also hier abwechselnd gespielt Ton. Auf der Cajon. Ich spiele gerade offen. Das seht ihr vor allen Dingen, dass die Finger hier immer so ein bisschen Luft haben, nachdem ich drauf geklopft habe. Und das hier ist geschlossen. Da bleibe ich bappen. Also auf der Cajon, der geschlossene Ton. Also mit bappen bleiben. Und der offene Ton mit leicht abfedern. Gut. Prinzipiell ist es so, man hat beim Trommeln immer zwei Hauptbewegungsmuster. Eins ist so ein langsames Bewegungsmuster, da hat man dann immer eine Pause, nachdem man gespielt hat. Und das andere ist ein schnelles Bewegungsmuster, da geht es gleich immer weiter. Das ist das schnelle Bewegungsmuster. So, wenn du das jetzt mit einer Hand machst, musst du ungefähr diese Geschwindigkeit hier spielen, weil sonst ist es ja wieder das Langsame. Also du musst ungefähr so spielen. Das ist so die langsamste Geschwindigkeit fürs schnelle Spielen. So ungefähr jedenfalls. Also da geht es in einem durch. Beide Hände gleichzeitig sind dann so. Aber der Gag ist der, wenn man jetzt nämlich abwechselnd spielt, dann erhält man insgesamt vom Klang her doppelt so schnell. Und da wollen natürlich immer alle hin auf dieses etwas schnelle Spiel. Jawohl, Leute, und nur auf der Cajon. Prima. So, ganz kurz noch, den Bass, bevor wir jetzt auf unseren Slap kommen, den Bass, den kennt eigentlich jeder. Das ist, wenn du schön hier in die Mitte klopfst, den tollsten Bass. Den kriegst du mit der Djembe. Der ist einfach der Hammer. Vor allen Dingen, wenn du ihn hier so offen spielst, wie ich das gerade mache, dann hast du so einen richtigen Bow. Also der ist der Hammer. Den kriegt die Conga nie im Leben so hin wie eine Djembe.
Braucht sie auch gar nicht, weil man nimmt die Conga so ein bisschen für was anderes her. Was wir nachher so ein bisschen machen, das ist schon eher so Djembe spielen auf der Conga und auch Djembe spielen auf der Cajon. Conga nimmt man eigentlich ein bisschen anders noch her, so im kubanischen Sinne. Aber das ist wurscht, wir machen heute Slap. Kommt gleich. Und zwei afrikanische Pair-Tanzen. Die kannst du natürlich auch genauso gut auf deiner Conga spielen, wie auf deiner Djembe spielen. Und du kannst sie auch genauso gut auf deiner Cajon spielen. Der Bass auf der Cajon, kennt ihr schon alle, ne? Das ist dieser hier. Also in der Mitte von der oberen Hälfte. Gut, Leute, das war jetzt aber nur Einleitung. Bass und Ton. Ich nehme mal an, das kennt ihr schon. So, jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt der Slap. Und der geht so. Also ich spiele gerade so richtige Mörder-Slaps. Offene Slaps. Upsi. Also ich wollte eigentlich immer zweimal spielen. Jetzt fange ich nochmal an. Nur rechte Hand alleine, so wie ich es euch vorher gesagt habe. Slap. Ich erkläre es gleich. Linke Hand alleine. Das kann man als Anfänger rückwärts so irgendwie eine Minute, zwei Minuten machen. Jeden Tag. Von Montag bis Freitag. Samstag, Sonntag frei. Also einfach regelmäßig üben, ne? Gut, mal abwechselnd. Slap abwechselnd hier auf der Djembe gespielt. Schnelles Bewegungsmuster, rechts alleine. Linke Hand. Und jetzt wird es richtig cool. Yeah, da wollen alle hin. Hoffentlich verzerrt jetzt das Mikro nicht total. Also wie gesagt, wir sind noch ein bisschen so in der Testphase. Ich höre es mir dann nachher an. Bin gespannt, ob jetzt hier die Audio Station mitmacht oder ob es schon bei euch total verzerrt ist und dann alles für die Katze ist. Ich hoffe nicht, sonst wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. Aber okay. Hey, offener Slap auf der Conga ist dann dieser. Ja, und die Conga schreit eigentlich so ein bisschen nach dem geschlossenen Slap. Also man nimmt natürlich auch den offenen Slap auf der Conga her, aber die Conga, die ist prädestiniert für den geschlossenen Slap. So, jetzt muss ich auch. Und zweimal geschlossenen Slap hier auf der Conga. Linke Hand. Offener Ton. Offener Slap. Offener Ton und geschlossener Slap. Cajon. Rechte Hand. Zweimal Ton. Zweimal Slap. Ich mache gerade, wie ihr hier seht, die Slaps geschlossen. Jetzt mache ich sie offen. Ton. Slap. Ton. Slap. Es ist immer auch so eine kleine Bewegung so von ein bisschen zu mir und ein bisschen von mir weg. Oder ein bisschen mehr zum Rand der Trommel und ein bisschen in die Trommel. So, ja, so könnte man das vielleicht noch sagen, noch dazu sagen. So, linke Hand, zweimal Ton, zweimal Slap. Prima, gut, ihr merkt schon, hey, wenn man sich da ein bisschen Zeit lässt, da geht ganz schön Zeit drauf, ja, aber diese Zeit, wenn man investiert, das lohnt sich. Gut. Schnelle Bewegung, wunderbar, Ton und Slap. Ich spiele jetzt so eine und zwei und eine und zwei und ja, also es sind
abgezählt sind es 8 offene Töne und 8 offene Slaps. Und ich würde das mal mir so denken als 16-Noten. Jetzt mit offenen Slaps und ein bisschen schneller. Yes! Leute, bis dahin, ist doch cool! Bei den Slaps, die sind laut. Die Slaps kann man auch als Akzente bezeichnen. Also wenn man jetzt bei der Djembe oder Cajon, Conga, Akzente spielen möchte, dann nimmt man da eigentlich immer ein Baff, einen offenen Slap her oder einen geschlossenen Slap, aber mehr den offenen, weil man meistens gleich weiterspielen muss mit so Ghost Notes. Here we go! Leute, hier kommt jetzt die Ausarbeitung des Ganzen mit unseren Grooves. Und zwar seht ihr hier oben den Groove Number One. Das ist so ein afrikanisches Pattern. Zum Beispiel gibt es einen afrikanischen Groove, der nennt sich Balakulandian. Ganz schöner, super Groove. Da kommt es drin vor und auch das zweite davon. Dann gibt es einen afrikanischen Groove, der heißt Kassa, so westafrikanischer Groove. Da kommen diese beiden Begleitungsstimmen der Djembe kommen davor. Also du kannst jetzt nicht sagen hier, das ist Balakulandian oder das ist Kassa. Das sind die Begleitungsstimmen zu diesen afrikanischen Grooves. Die Melodie, so den besonderen Sound davon, den erzeugen die Basstrommeln, die Dun-Duns. Aber das lassen wir heute mal weg. So, Rhythmus Nummer 1, ich spiele ihn euch kurz vor. Aufpassen, da sind 2 Pausen. Also das ist nicht so wie beim unteren, dass nur eine Pause ist und dann kommen die 2 Tonschläge. Das sind 2 Pausen. Ein E und A2. Wichtige Sache. Leute, das ist so. Ein E und A2. Es ist nicht so. Ein E und A. Viele spielen es dann trotzdem so und merken es gar nicht, dass sie es anders spielen. Wurscht. Solltest du dir ein bisschen Mühe geben, dann zähl mal ein bisschen dazu. Ein E und A2. E und A3. E und A4. E und A1. E und A2. E und A4. E und A1. E und A4. Ja, ich habe noch gar nicht grüß Gott gesagt zu unseren Zeichen. Die Xl, das sind die Slaps. Die offenen Dinger hier, die Kreischen, das sind die Tonschläge. Und der dicke, der dicke Schwarze da unten, das ist unser Bass. Ja? Okay. Die Noten, die ihr da seht, die keine Notenköpfe haben, das sind entweder Pausen oder so Tipps, Ghost Notes. Ihr spielt einfach in Hand-to-Hand eigentlich immer so vor euch hin, immer so. Und das sind die leisen Schläge. Das sind diese zwei Spielweisen. Entweder du spielst mit diesen leise hineingetappelten, ghost-noteten, getippten Schläge oder du machst einfach mal Pausen. Für einen Anfang, ich würde dir empfehlen, mach Pausen,
weil das ganze Movement, das du hier brauchst mit den Tipps noch zwischendrin, da steckt auch unheimlich viel so Upstroke, Downstroke, Fullstroke-Bewegung drin. Ja, wenn man das wirklich ganz genau durchnimmt, dann ist es am Anfang erstmal ein bisschen schwierig, ein bisschen kompliziert. Muss jetzt gerade gar nicht sein. Ich würde dir empfehlen, spiel erstmal mit Pausen, also ohne Tibbles. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die so irgendwie von alleine sozusagen vielleicht auch ein bisschen schon mal hineinpurzeln. Und dann irgendwann mal musst du es ganz genau auseinandernehmen, wie das geht. So, unsere zweite Stimme ist die hier. Die finde ich hervorragend, diese zweite Stimme. Nehme ich jetzt mal raus. Schaut mal her, die habe ich jetzt hier. Ist nämlich so. Wir haben ja ein C und A, also mit Bass, E, Ton, Ton. Und dann kommt 2 E, Slap. 2 E, Slap. 2 E, und. So, und jetzt spielen wir es mal mit Pause. Weil, jetzt können wir es so machen. Den Slap da hinten, wenn wir als Pausen hernehmen, können wir den, bei einem Durchgang spielen wir den rechts und dann zur Übung spielen wir beim nächsten Durchgang spielen wir ihn halt dann mal mit links. Eine super Übung auch wieder, um Ton und Slap zu spielen, beziehungsweise um jetzt unsere alle drei Klänge, die wir bisher haben, den Bass, den Ton und den Slap, so richtig schön schon in einem Groove zu üben. And das goes like this. So, jetzt spiele ich den Slap mit rechts und jetzt spiele ich ihn mit links. Jetzt habe ich mich echt vor lauter Reden habe ich mich jetzt total verhaspelt im Hirn. Nochmal von vorne. 3 und 4. Oh. Jetzt mit links. Mit rechts. Und links. Oh Mann. Right. So, gehen wir wieder zurück, wo wir die beiden Stimmen sehen. So, ich spiele sie euch nochmal vor. Diesmal schalte ich euch mal ein bisschen ein Metronom ein. Da habe ich schon mal diese zwei Grooves mal so ein bisschen einprogrammiert hier in meinen Computer. Ja, das ist das Feeling, das sich ergibt, wenn man die zusammen hat. Also wir haben jetzt hier die zweite Stimme. Zweite Stimme. Und jetzt kann man da super die erste Stimme drauf üben. Jo, hey Leute, an der Stelle sei es mal schnell Folgendes gesagt. Es ist echt schon schwierig. Und zwar sollen diese zwei Slaps hier nicht genau mit diesen zwei Tonschlägen zusammenfallen, sondern das ist wie ein Staffellauf. Hier Ton alleine. Hier Ton und Slap zusammen und dann Slap alleine. Also erste Stimme macht 1 und A2. Zweite Stimme macht 1 und A. Ich weiß, dass der Anfänger am Anfang sich immer sozusagen immer gegenseitig hineinfallen. Da ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du erstmal das ohne Konkurrenz spielst. Schau mal her. Du lässt dir hier mal so einen ganz neutralen 16. Groove laufen von deinem Metronom. Und spielst den ersten. 2, 3, 4.
immer auf die Karon. One, two, three, four. Slap, 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 Ton, Ton, slap, slap, slap. Kommt dann so allmählich die Melodie von dieser Stimme, die kommt dann so richtig ins Gehör rein. Bap, bedep, du du bap, bedep, du du bap, bedep, du du bap, bedep. Und da soll sie unbedingt hin ins Gehör und ins Feeling, weil dann verwechselst du es auch nicht mehr mit der anderen. Aber erstmal so alleine üben, also so ein Metronom einschalten. Ich bin übrigens hier gerade so bei ganz gemütlich 80 BPM. Warte mal, ich schau mal schnell nach. Wo bin ich denn hier? Ne, sogar bei 70 BPM. Ganz gemütlich bei 70 BPM. Schönes Übungstempo. Und dann übe ich bei den 70 BPM zu meinem Grundgroove hier das dazu, bis mir dann die Melodie sozusagen richtig ins Ohr gewachsen ist. Zweite Stimme. Konga spiele ich lieber geschlossene Slaps. Klingt furchtbar gut auf der Cajon. Die von dem zweiten ist 3 und 4 und boom, titi, ba, boom, pipi, ba, boom, pipi, ba, boom, pipi, ba, boom. Die Melodie vom ersten ist 3 und 4 und dit, 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 du, du, dit, 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 du, du, dit, 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 du, du, dit, dit, dit. Die zweite, die ist mehr so im Reggae-Film, so boom, kiki, chi, gum, kiki, chi, gum, kiki, chi, gum. Okay. Beide Grooves und beide Melodien sind einfach richtig super. Hey, schafft er die so drauf, dass du sie sowohl verstanden hast und kapiert hast und auch ausgezählt hast, aber auch so, dass du sie hörst und dass du sie fühlst. Das ist auch mit dem Handsatz hängt es zusammen. Ne? Bei dem ersten habe ich links-rechts, ja, dieses links-rechts. Das fühlt sich anders an als beim zweiten, dieses Bum-Kiki, dieses Rum rechts links, Bum rechts links. Das fühlt sich anders an als Rekte links rechts und Bum rechts links, Bum rechts links. Das hört sich anders an, es fühlt sich auch körperlich anders an hier, wenn man es spielt. Übrigens für Linkshänder einfach alles vertauschen, einfach alles andersrum. Gut, dann kommen wir so allmählich zum Schluss von der Sache. Ich hoffe, es ist nicht alles verzerrt und nicht alles für die Katze. Lukas, extra für dich, extra für dich. Hey, jetzt an der Stelle empfehle ich dir Folgendes. Wenn du es jetzt so weit gebracht hast, dass du die beide spielen kannst, ja, und sie auch voneinander unterscheiden kannst, dann spiel doch mal, ich sag mal so, viermal den einen, viermal den anderen. Und du kannst auch immer beim Wechsel, also bevor du wechselst, kannst du eine kurze Pause reinhauen. Ich spiele jetzt einfach mal vor, was ich meine. Hört erstmal zu, ihr wisst dann schon, was los ist. Also, here we go. Ich fange an mit dem ersten. One, two, three, and four.
Klavier spielen, aber jetzt bleiben wir bei dem. Zweite Mal, dritte Mal, vierte Mal, erste Mal, zweite Mal, dritte Mal, vierte Mal. So höre ich es halt jetzt, ne? So, spiel bei mir mit, ne? Prima. Leute, bis dahin. Es wäre natürlich super, wenn deine Mama oder dein Papa das auch können. Und dann kann der eine das eine spielen und der andere das andere. Und dann könnt ihr auch ein bisschen schneller spielen. Hurra, hurra, hurra. So, das machen wir jetzt. Pass auf. Ich hole jetzt hier meinen Computer. Ich sage meinem Computer, du gehst jetzt mal auf Tempo 100. Yes, yes. Bam. Gut. Ich schalte zu dem Grundschlagzeugrhythmus die Bup. Die zweite Stimme dazu, and it sounds like this. Aha. So. Und ich kann jetzt dazu die erste Stimme spielen. Das ist meine Mama. Boom, bebe, be, boom, bebe, be. Oder deine Mama. Be, boom, bebe. Oder dein Papa. Be, be, ba, boom, bebe, de, boom, bebe. Und dann kommst du. One. Yes, also das ist einfach, das ist schon wirklich einfach richtig cool. So, jetzt spielen wir umgedreht. Dein Partner, den du dir zum Spielen ausgesucht hast, der spielt so. Also der spielt die erste Stimme und du spielst die zweite Stimme. One, two, three, four. Also sehr afrikanisch auch hier auf der Conga gespielt. Nur, dass ich den Slap geschlossen mache. So spielen die Afrikaner immer am Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, falls jemand zugeschaut hat. Ich habe heute überhaupt nicht in den Chat geschaut, aber ich nehme an, das wird ein Video ohne Live-Zuschauer. Hey, macht's gut, wir sehen uns nächsten Dienstag gerne wieder, 18.30 Uhr. Bitte Kanal den abonnieren. Nein, abonniert, bitte abonniert den Kanal, mit 6 Leuten, ich verhungere, okay? Ich kann euch jetzt noch hier einblenden. Wartet mal. Yes.
Wenn ihr mir für meine viele Arbeit, die ich mir jetzt für den Lukas und für euch alle gemacht habe, wenn ihr mir was donaten wollt, könnt ihr das tun. Hier gibt's mein PayPal-Konto, mein Kontakt. Ich tue dann später in die Beschreibung auch noch meine Bankverbindung. Ja, wäre schön, wenn der eine vielleicht mal 5 Euro rüber gibt, weil, naja, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gearbeitet habe. Warte mal, wann haben wir angefangen? 18.30 Uhr? Ja, schon ein ganz schönes Stück. Ich bin mir sicher, es bringt euch was, wenn ihr das Video euch ein paar Mal anschaut, ein paar Mal mitmacht und dann auf die Art, wie ich es euch erklärt habe, dass die Sachen übt, also die Sounds, nur rechte Hand, nur linke Hand, Hand to Hand, zwei Bewegungen, langsam, schnell. Dann die Rhythmen ausarbeiten, so wie wir es gemacht haben. Also es bringt euch garantiert ein schönes Stück weit nach vorne. Und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und dass es euch weiterhin Spaß macht, auch hier mit diesem Video zu arbeiten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich bedanke mich fürs, wenn ihr mal zuschaut. Macht's gut. Jeden Dienstag 18.30 Uhr. Ein letztes noch. Donnerstag 18.30 Uhr auf meinem Puppet-Kanal gibt es Puppet-Videos, Bauchreden und Spaß und so Sachen. Okay, auf Wiedersehen. Danke sehr. Hallo Leute, ihr könnt euch die Musik und die Songs von Dirk Wennert umsonst anhören und umsonst downloaden auf soundcloud.com/Dirk-Wennert. Genauso hier auf unserem YouTube-Kanal Puppet Magic und auf dem YouTube-Kanal Drum to Drum in der Playlist Musik, Songs von Dirk Wennert. Da gibt es die Lieder von der CD Wutu Mampo. Aber wir haben auf Soundcloud auch das Lied Dei Lied. Das ist vom Großvater fürs Enkelkind. Und es gibt auch das Lied Odelsong. Da geht es um Verschmutzung der Gewässer. Voll Öko und so. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch viel anhört und viel downloadet. Vielen Dank! Das Lied, das ist für dich. Cooler Dümpel! Ja, und ab sofort gibt es hier auf unserem Kanal Drum to Drum jeden Dienstag einen Livestream um 18 Uhr zum Thema Schlagzeug, Drums, Percussion. Genau. Hier und zwar machen wir immer eine rein, Lektion. Egal, was die zwei da sagen, es ist 18.30 Uhr. Oder beides. Ja, lasst euch überraschen. Wir nehmen meistens die Themen, die gerade bei mir aktuell sind im Schlagzeugunterricht, den ich an der Musikschule in Traunstein erteile. Aber wenn ihr ein Thema habt, das ihr behandelt haben wollt, dann sagt Bescheid! Jeden Dienstag 18 Uhr im Juli 2020. Der 7., der 14. und der 21. Und das ist an der Krankhurst? Dann machst du das. Okay, ist schwierig. Och,